Buongiorno, sono Clara Maveglia Guten Tag, del ich heiße Cultural. Clara Maveglia vom Cultural Entrepreneurship Institute Berlin. Wir sind heute auf Capri und werden gleich Antonio Monda interviewen. Willkommen, Antonio Monda. Guten Tag, wir haben es geschafft, uns zu treffen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein in dieser fantastischen Landschaft auf der Insel Capri. Einzigartig in der Welt, genau. Als erstes möchten Sie sich vorstellen. Sehr gerne, ich heiße Antonio Monda. Ich lebe seit 23 Jahren, fast 32 Jahren in New York. Ich bin aber Italiener, ich bin Süditaliener. Ein Elternteil kommt aus der Region Kampanien, der andere aus Kalabrien. Ich habe immer in Rom gelebt, bevor ich nach New York gezogen bin, wo ich verschiedene Tätigkeiten ausübe, die einen gemeinsamen Nenner haben. Welche Tätigkeiten? Einmal bin ich Dozent an der New York University. Dort unterrichte ich im Bereich der Filmwissenschaften. Ich habe einen Lehrstuhl seit 2003. Zweitens bin ich Schriftsteller. Ich habe einige Bücher veröffentlicht, genau gesagt 10, 5 Romane und 5 Sachbücher. Und drittens kümmere ich mich um die Organisation kultureller Veranstaltungen. Ich leite dem Filmfestival von Rom. Im Oktober wird die zweite Auflage stattfinden. Und die Conversazione, also die literarischen Gespräche. Zusammen mit Davide Azzolini haben wir diese Conversazione 2016 gegründet. In diesen 10 Jahren, also wir sind eigentlich schon bei der 11. Auflage, haben wir die Conversazione in die Welt exportiert. Seit 8 Jahren bin ich in New York, seit 2 Jahren in Bogota. Und wir wollen auch weitere Städte, in weiteren Städten anwesend sein. Wir wollen ein Festival schaffen, das nicht zu schwere Themen behandelt und trotzdem eine gewisse Tiefe hat und in alle Teile der Welt exportiert werden kann. Sehr, sehr interessant. Aber bevor wir uns über die Details unterhalten, können Sie uns sagen, wie Sie auf die Idee gekommen sind? Ja, ich muss Ihnen eine Anekdote erzählen. Vor 12 Jahren war Davide Azzolini, der Mitbegründer von der Konversion, ist auch ein Freund von mir, und er kam zu mir zum Abendessen nach New York. Ich hatte damals wichtige Schriftsteller bei mir: Richard Ford, Paul Auster, Siri Huswet, Nathan Engländer, und es war ein schöner, angenehmer Abend unter Freunden. Man sprach untereinander, man sprach über schöne, tiefe Dinge, aber in der leichten Atmosphäre eines Abendessens unter Freunden, eben ohne etwas beweisen zu müssen. Am Ende des Abendessens sagte David: Ja, wunderbar, das war so schön, warum können wir nicht sowas machen mit dem Publikum? Denn wir glauben, er glaubte, dass das Publikum diesen nicht akademischen Ansatz sehr gut aufgenommen hätte, diese Form der Gespräche, eben Konversation heißt Gespräche. Und ich habe gesagt: Wunderbar, tolle Idee, aber nur wenn wir das an den schönsten Orten der Welt machen, deswegen Capri. Im ersten Jahr hatten wir wirklich eine Traummannschaft. 5 waren die Schriftsteller, aber la crème de la crème: Nathan Engländer, der arme David Foster Wallace, Jonathan Franzen, Sadie Smith und Jeffrey Eugenides. Also die Resonanz war enorm. Ja, noch heute gibt es ein wunderschönes Foto aus dieser Zeit. Also die Resonanz war enorm. Und dann war es für uns einfach, Finanzierungsmittel zu bekommen in erster Linie, aber vor allen Dingen viele andere bedeutende Schriftsteller davon zu überzeugen, daran teilzunehmen. Ich denke an Martin Amis, Ian McEwan, Van Wallis und Inka Donnerthat. Also etwa 100 Autoren haben mitgemacht. Ich kann auch noch Jonathan Safran Foer, Chuck Palahniuk nennen. Und so haben wir angefangen. Wie kommen Sie dazu, viele Leute zu kennen? Warum waren diese Schriftsteller bei Ihnen zum Abendessen damals? Ja, ich habe eine Familientradition. Also nach unserer Tradition ist das Aufnehmen, das Debattieren, das etwas mit anderen zu teilen, etwas Genetisches. Ich habe das gemeinsam mit meinem Vater, meinem Onkel und so weiter. Und zweitens wirke ich auch als Journalist für einige Zeitungen. Ich arbeite für den italienischen Sender Rai, für die Zeitung La Repubblica, schreibe ich einige Artikel für die Spalte Kultur. Und oft muss ich diese Leute interviewen, aber die journalistische Beziehung, also ein Interview, ist nicht genug, ist irgendwie unbefriedigend für mich. Ich möchte mehr über die Menschen erfahren. Und so habe ich angefangen, die Leute einzuladen.
werden. Und zu meinem Erstaunen, selbst große Persönlichkeiten wie Philip Roth, Saul Bellow, Gay Talese, Edna O'Brien, Annie Proulx, also die haben eben zugesagt, die sind gerne gekommen. Warum? Weil sie merkten, dass es nicht um irgendwelche Interessen ging. Sie hatten Freude dran zu kommen und ich will ja auch nicht verheimlichen, dass meine Frau eine fantastische Köchin ist. Also sie kamen und sie kamen immer zahlreicher und peu à peu entstand wirklich ein Mythos von einem Haus, wo man nichts zu fürchten hatte, wo man gut speisen konnte und angenehme Gespräche führen konnte, oft zusammen mit großen Stars. Es kamen auch Filmstars, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Meryl Streep und John Turturro und viele, viele andere. Ich habe kein Geheimrezept, aber ich verlange von meinen Gästen nichts und sie nichts von mir. Es geht nur um die reine Freude, zusammen zu sein und zu essen. Es ist ja irgendwie eine italienische Tradition, am Tisch zu sitzen und zu reden. Naja, vor allem aus dem Süden Italiens. Also im Norden macht man das auch, aber die Angewohnheit ist wesentlich aus dem Süden. Sie haben viele Namen genannt, aber sehr viele Männer haben Sie gerade erwähnt. Ja, Sie haben recht, es gab ja auch sehr viele Frauen. Ich habe von Meryl Streep gesprochen, ich kann aber auch Donna Tartt, Anna O'Brien, Annie Poulx, Jamaica Kincaid, sie ist übrigens eine gute Freundin, Sadie Schmidt, die alle kann ich nennen. Das Verhältnis ist wirklich ausgeglichen. Ja, ich dachte, vielleicht lieben eben gerade die Männer die italienische Küche. Ja, eins ist zu erwähnen, in New York, der wunderschönen Stadt, in der ich lebe, ist die Tradition des Entertainers sozusagen nicht verbreitet. Das heißt, es gibt nicht die Tradition, Gäste zu Hause zu empfangen. Oder besser gesagt, wenn Cocktails oder Abendessen veranstaltet werden, werden sie von Catering-Firmen organisiert. Das heißt, der Gastgeber kocht nicht und das schafft eine kühlere Atmosphäre. Zweitens, diese Treffen haben immer einen kommerziellen Anlass. Zum Beispiel organisiert man ein Abendessen, weil ein neues Buch erscheint oder eine neue Theaterpremiere ansteht. Bei mir zu Hause isst man zusammen, weil man daran Freude hat, miteinander zu essen, miteinander zu reden. Sehr interessant. Und es fällt mir an, dass diese Freude, miteinander zu reden und zu debattieren, ist wirklich die Basis der Philosophie. Und Martha Nussbaum sagt, dass eben die Literatur und ist eine Sparte sozusagen der Philosophie. Was denken Sie darüber? Jedes kreative Element, jedes Element, das sozusagen unserer Psyche entstammt, aber auch durch unsere Sensibilität erzeugt wird, ist ein Element des philosophischen Denkens. Es geht darum zu verstehen, ob die Denktätigkeit später einsetzt oder genau in dem Moment entsteht, in dem das Element erzeugt wird. Bleiben wir im gastronomischen Bereich. Ihre Frau kocht sehr gut. Da können Sie uns sagen, wie sie das Professionelle mit dem privaten Leben vereinbaren kann. Meine Frau hat lange für das Italian Trade Center, also das italienische Handelszentrum, gearbeitet. Wir haben drei Kinder. Und als unsere drei Kinder heranwuchsen und mehr Zuwendung brauchten, hat sie aufgehört zu arbeiten. Und sie begann, einen gastronomischen Blog zu pflegen. Sie ist Expertin und sie experimentiert sehr viel. Sie kommt aus Jamaika, sie heißt Jackie und sie liebt es, ihre Tradition, ihre gastronomische Kultur, aber auch ihre Kultur im Allgemeinen mit meiner Kultur zu vermischen. Und hinzu kommt, dass wir an einem dritten wunderbaren Ort leben, das heißt im Reich des Hybriden, also in einem Melting Pot New York. Und daher ist ihre Küche, ihre Kultur, ich würde sagen, eine Fusion vieler Dinge, aber sie macht das Wort Fusion nicht. Können Sie uns einige Geheimnisse über den Geschmack Ihrer Gäste zu sagen? Nein, ich möchte es lieber nicht tun, denn bei uns gilt die Regel, dass man nicht weiter erzählt, was bei uns geschieht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir eine Tradition haben. Wenn ein Gast eine Speise besonders schätzt, dann bekommt diese Speise in Zukunft seinen Namen. Ich nenne nur ein Beispiel. Es gibt einen Kuchen, ich glaube, mit Ricotta, Käse, Birnen und so weiter. Dieser Kuchen ist Renzo Piano gewidmet. Aber ich sage das, weil ich weiß, dass Renzo nichts dagegen hätte. Sehr interessant. Also Sie sind ein Cultural Entrepreneur. All das hat mit der Idee zu tun, dass man die Kultur aufwertet. Ich denke, dass das Essen Teil der Kultur sei. Ganz sicher. Ja, und
Meine Frau schreibt gerade ein Buch darüber. Das Essen hat einen Wert, der viel mehr bedeutet, als unseren Hunger zu stillen. Ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, etwas mit anderen zu teilen, an einem Tisch etwas mit anderen zu teilen. Bei alle meine Tätigkeiten, ob ich ein Buch schreibe oder eine Vorlesung an der Universität halte, einen Artikel schreibe, diese Konversation hier auf Capri organisieren, die alle haben einen einzigen gemeinsamen Sinn, die Ideen, woran ich glaube, weiterzugeben. Als ich klein war, sagte mir mein Vater folgendes Sprichwort, er meinte, es sei ein chinesisches Sprichwort, aber das stimmt nicht, möglicherweise hat er das selber ausgedacht, aber er sagte: Wenn ich dir eine Sache gebe und du mir eine Sache gibst, dann hat jeder von uns eine Sache. Wenn ich dir dagegen eine Idee gebe und du mir eine Idee gibst, dann hat jeder von uns zwei Ideen. Und das ist die Grundlage meiner Lebensphilosophie, meiner Tätigkeit. Wieso sind Sie nach New York gegangen? Das ist eine lange Geschichte. Erstens, ich könnte ganz einfach sagen, ich wollte immer nach New York gehen. Aber es ist nicht wirklich so. Als meine Mutter, also erstmal muss ich sagen, als ich 15 Jahre alt war, starb mein Vater. 3 Jahre später habe ich Abitur gemacht und meine Mutter hat mir ein Geschenk gemacht, eine Reise nach Amerika. Sie wollte, dass ich mir die Welt anschaue. Es war ihre Idee. Ich habe einen Onkel in Kalifornien besucht und damals war ich nicht besonders beeindruckt von Kalifornien. Ich habe es später schätzen gelernt. Und in der letzten Woche von 2 Monaten bin ich nach New York gegangen. Denn meine Mutter sagte damals, du musst New York kennengelernt. Aber meine Mutter kannte New York damals nicht, aber sie wusste, dass New York eben so wichtig ist. Und ich habe mich sofort in diese Stadt verliebt. Ich kam mit dem Taxi an bei Sonnenuntergang, es war Oktober und ich habe diese beleuchteten Hochhäuser gesehen. Ich war so aufgeregt, so verzaubert, dass der Taxifahrer gesagt hat, willkommen im Herzen der Welt. Er hatte meine Emotion gespürt und noch heute fühle ich die gleiche Emotion. New York ist die Stadt, die ich am meisten lebe. Vielleicht ist es nicht die schönste Stadt. Rom ist schöner, Paris, Venedig, Florenz sind ja schönere Städte. Aber New York ist mehr Stadt als alle anderen. Ich habe immer dort leben wollen. Ich habe New York gewählt. Ich habe bei Null angefangen. Ich arbeitete als Super. Super steht für Superintendent, ein Zwischending zwischen Portier und Hausmeister. Und das habe ich gemacht, fast 5 Jahre lang, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Heute schäme ich mich da nicht darüber. Damals, dummerweise, schämte ich mich ein bisschen, weil ich mich als Intellektueller fühlte und stattdessen Treppenhäuser putzte. Aber das war eine große Lernerfahrung. Schon damals hatte ich die Empfindung, den Eindruck, die Überzeugung, dass wenn nicht alles in New York entsteht, alles früher oder später durch New York fließt. Also ist New York das Zentrum von allem. Sagen Sie uns, also Sie haben ja bei diesem Lobgesang für New York oder eine Ode an New York wirklich gesungen. Welche Rolle spielt die italienische Genese, die Tatsache, dass Sie Italiener sind, lässt Sie New York anders erleben? Ich werde Ihnen Folgendes erzählen. Ich habe 5 Romane geschrieben und sie sind Teil eines Projektes, einer Reihe von 10 Büchern über New York, die alle in der Stadt spielen, die, in der ich lebe und die ich liebe, die alle oder je in einem anderen Jahrzehnt spielen. Das dient dazu, New York im 20. Jahrhundert zu erzählen. Es spielen dann darin verschiedene Charaktere, die sich wiederholen. Um Ihre Frage genauer zu beantworten, was meinen italienischen Ursprung angeht, naja, ich glaube, das gilt für alle, die New York kennen. New York ist eine Stadt, von der man nie das Gefühl hat, sie nicht zu kennen. Sie ist der einzige Ort in der Welt, an dem man ankommt und das Gefühl hat, ihn bereits zu kennen. Shanghai, Tokio, wer weiß, wie Shanghai oder Tokio aussehen. Nein, New York haben wir in den Filmen gesehen, in Postern, Fotos, man hat darüber gelesen. Zweitens, genetisch gesehen ist New York entstanden, um aufzunehmen. Sie ist die Stadt der Auswanderer, die Stadt mit der Freiheitsstatue, ein Ort also, der geschaffen wurde, um Menschen aufzunehmen. Es ist also nicht nur mein italienisches Element. Und hinzufügen möchte ich, dass New York auf demselben Breitenkreis von Neapel liegt, auf dem 41. Breitenkreis. Also Sie haben von Neapel gesprochen. Warum ist Capri der schönste Ort auf Erden? Naja, da gibt es gar keine Diskussion mehr. Also hier kann man nicht darüber reden. Haben Sie sich je gefragt, warum der mächtigste Mensch auf Erden, der Kaiser Tiberius, der war so mächtig damals wie Obama und Putin zusammen, Obama und Putin, die Frau Merkel und Cameron alle zusammen,
dass er irgendwann beschließt, alle stehen zu lassen und nach Capri zu ziehen. Und er regiert Rom von Capri aus. Hier kann man noch die Ruinen sehen. Er wusste, dass das der schönste Ort der Erde ist. Keine Macht, keine Kraft, nichts war, konnte dieses Wunder übertreffen. Das ist der Ort, der seit 2000 Jahren gewöhnt ist, Menschen aufzunehmen. Und die Inselbewohner selbst wissen, wie man Menschen aufnimmt. Sie können den Tourismus betreiben. Die Insel ist intakt geblieben. Es gibt sehr wenige Scheußlichkeiten. Und dann gibt es eine einzigartige Verbindung. Man braucht nur hier hinter unseren Schultern zu schauen, die diese Insel außergewöhnlich machen. Diese Verbindung von Dramatik, von Epik, sie besteht aus Felsen hier, die ins Meer stürzen, aus irre grünen Felsen und dann etwas Liebliches, Anmutiges. Also wir haben sehr viele Farben, Grün, wir haben die Bougainville. Es gibt wirklich kein anderer Ort wie Capri. Es gibt keinen schöneren Ort als Capri. Nicht mal Positano, nicht mal andere Orte, Ischia und so weiter. Nein, 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 nein. Also da bin ich fest davon überzeugt. Das ist der schönste Ort auf der Welt. Also so finden wir hier Natur und Kultur und Geschichte. Das ist der Ort, der viel Kultur erlebt hat. Denken Sie an Gorki, an Neruda, Graham Greene, der hatte hier ein Haus, Lenin, ist zwar kein Schriftsteller, aber war sicher eine große Persönlichkeit, Oscar Wilde. Also an dem Ort sind wirklich fast alle gewesen, Malaparte, also die Malaparte hat ein wunderschönes Haus hier gebaut. Die Insel hat ihre Anziehungskraft, obwohl sie kein bequemer Ort ist, weil sie wirklich ein Berg ist. Also man muss Capri lieben können und das schützt sie von Scheußlichkeiten, von baulichen Schandtaten. Sehr gut. Das Thema der diesjährigen Konferenz ist die Schönheit. Daher wollen wir sie hier auf Capri zelebrieren morgen mit unserer Konferenz. Und da möchte ich Sie fragen, dass Sie viel rumkommen und so viel tun, dass Sie die Schönheit aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten als Filmexperte und so weiter. Können Sie uns sagen, was Schönheit ist? Schönheit ist Harmonie. Schönheit ist die vollendete Harmonie. Eins der Dramen der zeitgenössischen Kultur und der zeitgenössischen Kunst ist, dass man Schönheit ablehnt, dass man das Neue sucht und man möchte schockieren, man möchte etwas finden, was ablehnt und verwirrt. Man möchte das Neue um des Neues Willen finden. Man verliert den Sinn für Harmonie. Wer eine religiöse Dimension hat, eine Dimension des Glaubens, der sagt, dass Schönheit ist die Intuition ist, also die pure Kunst, die Intuition des Universellen im Detail. Universelle, wer glaubt, meint Gott, im Detail, das ist Schönheit. Sie beschäftigen sich auch mit Film, also wie kann man sowas im Film finden, was ist ein schöner Film, was ist auch ein gutes Buch. Wie Sie wissen, leite ich das Filmfestival von Rom, genau gesagt, das Fest heißt Festa del Cinema di Roma. Ich habe immer, also schon in der vorherigen ersten Auflage des Filmes, des Filmfestivals, Filme abgelehnt, weil sie mit einem noblen Thema sich befassen. Sowas interessiert mich nicht. Noble Themen kann man überall in einem Poster behandelt, in Zeitungsartikel drüber schreiben. Mir ist es wichtig, dass ein Thema, ganz egal welches, harmonisch dargestellt wird. Das heißt, zwischen dem, was der Regisseur im Kopf hat und die fertige Produktion, muss ein logischer Zusammenhang haben und die Inszenierung, die Realisation muss ein harmonisches Bild ergeben. Also ein Film, der nur eine schöne Darstellung oder eine schöne Regie hat, aber kein harmonisches Zusammenwirken aller seiner vollendeten Elemente ist, ist kein schöner Film. Also es bedeutet, dass ein Film schön sein kann, auch wenn er wenige Dinge erzählt, wenn er ein Horrorfilm ist oder ein Western ist. Das heißt, die Schönheit ist immer getrennt von dem, was man erzählt. Sehr gut. Für diejenigen, die vielleicht in ihre Fußstapfen treten möchten, die kulturelle Veranstaltungen organisieren möchten und so weiter, was bedeutet die Veranstaltung eines Events wie die Konversation? Also Sie wissen, dass ich nicht alleine bin, Davide Azzolini und ich teilen uns die Aufgaben. Davide ist sozusagen der Produzent, ich der Regisseur, er ist der künstliche Leiter, er ist der, machen die Organisationen, er ist der wahre Produzent der Realisation und ist wirklich gut dabei. Also wir haben uns einen guten Namen gemacht und vor allem haben wir sehr viele gute Kontakte. Wenn wir Schriftsteller kontaktieren, wissen sie, wer wir sind. Teilweise
kennen Sie uns bereits. Aber in dem Moment, wo Sie unserer Einladung folgen, kümmert er sich um die Reise, um die Übernachtung und so weiter und so fort. Jedes Jahr entscheiden wir über ein Thema zu reden. Dieses heißt das Thema Diversität. Eins der ewig gültigen Themen, aber gleichzeitig ein sehr aktuelles. Hier setzen wir an. Wir mögen keine Ausstellungen oder Festivals, die Hand in Hand mit der Veröffentlichung eines Buches hergehen beispielsweise. Wir denken über ein Thema nach und beginnen die Reise. Es ist ja so wie bei dem Abendessen, von denen ich gesprochen habe, er und ich beschließen ein Thema und identifizieren die Schriftsteller, die am geeigneten sind, über dieses Thema zu reden. Wir reden jetzt auch über das Finanzielle. Naja, in der modernen Welt, aber nicht nur in der modernen Welt, sind die Dinge mit Finanzen verbunden. Also wir haben unterschiedliche Partner. Wir haben einen öffentlichen Sponsor, das MIBAG, Ministerium für Kultur, Güter. Und das Ministerium hilft uns wirklich von Anfang an. Nur einmal aus technischen Gründen hatten wir die Unterstützung von diesem Ministerium nicht, aber wir haben sonst immer die Unterstützung des Ministeriums gehabt und wir können nur dankbar sein. Und dann haben wir private Sponsoren, die glücklicherweise ihre Unterstützung erneuern, weil sie mit unserer Arbeit zufrieden ist. Für ihre Unterstützung erhalten Sie natürlich überall in der Welt, wo wir präsent sind, Visibilität durch Ihre Logo-Präsenz und so weiter. Das heißt, wir haben irgendwie die Möglichkeit, auf zwei Ebenen zu arbeiten. Wir haben 5, 6 Sponsoren jedes Jahr und wie ich gesagt habe, erneuern Sie Ihre Unterstützung. Warum ist es so wichtig, sich zu engagieren, unsere Kultur zu bewahren? Naja, man schätzt, dass Italien alleine mehr als 60% der gesamten Kunstwerke der Welt besitzt. Also Italien ist ein großer Schatz an sich. Die italienische Kultur hat eine glorreiche Geschichte. Also diese nicht zu verbreiten, wäre ein Vergehen. Kultur im Allgemeinen ist das, was Menschen von Tieren unterscheidet, oder nicht? Wie Ulysses sagt im 26. Gesang der göttlichen Komödie, ihr wurdet nicht gezeugt, um wie Vieh zu leben, sondern um nachzugehen der Tugend und dem Wissen. Also was uns von den Wilden, den Unmenschen unterscheidet, ist, dass wir nach Tugend und Erkenntnis streben. Ohne das Wissen, Cano Scienza, wie Dante sagt, wären wir Wilden, wären wir Unmenschen. Diese Kultur nicht zu bewahren, nicht zu verbreiten, nicht zu lieben, wäre ein Vergehen. Sie haben sehr viel Erfolg. Wenn Sie mehr Mittel zur Verfügung hätten, was würden Sie machen? Auch wie würde die Konversation in 50 Städten statt in 4 zu organisieren? Ich möchte es schaffen. 50 werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich möchte, dass dieses Festival in allen Kontinenten veranstaltet wird. Wir sind schon in 3 präsent, Europa, Nordamerika, Südamerika. Ich möchte noch bis nach Asien, nach Afrika kommen. Das würde ich wirklich machen. Ich glaube an dieses Projekt. Und dieses Projekt, wenn ich das schaffe, würde ich gerne mein ganzes Leben lang machen. Jetzt bin ich bei dem Filmfestival in Rom. Das wird eine gute Auflage des Festivals, glaube ich. Aber das ist ein zeitlich begrenztes Projekt und ich muss es natürlich so gut ich kann durchführen. Aber die Konversation ist wirklich das Projekt meines Lebens. Sie haben gesagt, was ein guter Film sein kann. Aber was braucht ein Buch, um ein gutes Buch zu sein? Das ist eine wichtige Frage. Die Kriterien sind ähnlich. Es gibt Bücher, die in ihrer Zusammenfassung nicht viel ergeben. Beispielsweise eine Frau ist unglücklich mit ihrem Mann, hat viele Liebhaber, wird dann verlassen und vergiftet sich. Madame Bovary. Also so erzählt scheint es nicht so packend zu sein, könnte eine schlechte Geschichte in den Nachrichten, aber es ist einer der Meisterwerke der Literatur. Ein junger Mann tötet eine alte Frau, wird irgendwie vom schlechten Gewissen geplagt, Schuld und Sühne. Eine andere Geschichte, ein Mann beschließt, den weißen Wal zu jagen und zu erlegen, der ihm das Bein abgerissen hat, Moby Dick. Kunst ist auch Form und Kunst ist die Fähigkeit, in diesem Detail, in dieser Erzählung
eben das Universelle intuitiv zu erfassen. Was bedeutet Emma Bovary für viele Männer und für viele Frauen, vor allen Dingen, oder Anna Karenina, um eine weitere große Frauenfigur der Literatur zu erwähnen? Was bedeutet die Tatsache, dass Ahab das Böse nicht akzeptiert? Es ist eine ewige Frage. Er akzeptiert die Gleichgültigkeit der Natur des weißen Hals, des weißen Wals nicht. Ich habe andere Beispiele gemacht, aber ich promise Posi, die Brautleute, es ist die Geschichte von einem jungen Paar aus der Nähe von Como. Die beiden möchten heiraten, aber der örtliche Feudalherr hindert sie daran, weil er ein Auge auf Lucia geworfen hat. Gibt es ja andere Persönlichkeiten. Also so erzählt sind das Geschichten, die man in den lokalen Nachrichten lesen könnte. Und Manzoni verwandelt diese Handlung, in diese Geschichte, in eine der größten Erzählungen der Menschheit. Die Geschichte an sich ist nur ein Element der künstlerischen Vollkommenheit. Jetzt erzähle ich von einem anderen Buch, was ich sehr liebe. Ein Fischer bleibt schon längere Zeit ohne erfolgreichen Fang. Endlich fährt er in den Golf hinaus, fängt an den Schwertfisch. Die Haie kommen und fressen den Fisch. Naja, aber Hemingway macht daraus ein Meisterwerk, weil darin der ultimative Sinn des Lebens enthalten ist. Man verliert immer, aber man muss bis zum Schluss kämpfen. Sehr interessant. Es fällt mir dabei etwas ein. Ziemlich am Anfang haben Sie erzählt, dass Sie aus Süditalien stammen. Ja, mein Vater kommt aus Kampanien, aus dieser Region, und meine Mutter aus Kalabrien. Wie viel zählt die Tatsache, dass Sie aus Süditalien kommen? Wie viel zählt Ihr genetisches und kulturelles Erbe des Südens? Sozusagen, wir waren gestern in Neapel, heute sind wir hier auf Capri. Und das ist wirklich ein unschätzbares Teil des italienischen Kulturerbes. Neapel ist eine wunderbare Stadt, das haben Sie bestimmt bemerkt. Ähnlich wie New York, weil sie auch eine Hafenstadt ist. Und New York ist auch eine Stadt am Meer. Sie liegt, wie gesagt, auf demselben Breitenkreis. Und die Stadt ist ein Melting Pot. Das sind viele Kulturen, der spanischen, die französische, die englische, die italienische Kultur sind dort vorhanden. Und ich fühle mich als Erbe dieses enormen Kulturschatzes, was, glaube ich, vom Neapolitanischen zu haben. Die Neigung, die Dinge leichter zu nehmen, sie nicht zu ernst zu nehmen, aber gleichzeitig in die Tiefe zu gehen. Die Dinge also mit Ernsthaftigkeit zu leben, aber nicht mit Seriosität, und dann dem Willen, die Menschen umzuarmen, aufzunehmen, Menschen nie auszuschließen. Das habe ich von meinen neapolitanischen Vorfahren. Und die Fähigkeit, Schönheit zu genießen. Neapel ist dort drüben. Neapel blickt auf den Golf. Und jeden Morgen sieht der Neapolitaner Capri. Ein Glück, ein Segen. Das ist der erste Beweggrund, weswegen wir die Konferenz Ethik und Ästhetik hier organisieren. Die Idee in der Philosophie ist, dass die Schönheit die menschliche Seele erhebt. Aber warum kann man so viel Zerstörung neben so viel Schönheit haben? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich glaube, Dostoevsky war das, der gesagt hat, wenn die Menschen jeden Morgen ein wenig Musik hören würden, wären sie weniger böse. Nun, das Böse, die Präsenz des Bösen, der Mediokrität, der Armut, der Gewalt, ist eins der Geheimnisse der Existenz. Und keiner kann sich einbilden, dass das Böse jemals beseitigt wird. Es gibt einen großen zeitgenössischen Schriftsteller, Cormac McCarthy, der spricht in seinen Romanen immer davon, die Gewaltsamkeit des Bösen, das unbesiegbare Böse, sogar in seinem kommerzielleres Buch Kein Land für alte Männer, findet man die Figur von Anton Chigurh, der das pure, absolute Böse darstellt. Und hier kann man ja auch religiöse Überlegungen anstellen. Im Christentum schickt Gott seinen Sohn auf die Erde, weil er meint, die Menschen sind solche Sünder, sie sind derart abgedriftet, dass ich meinen Sohn aufopfern muss, um sie zu retten. Das Böse existiert, aber es existiert auch die Schönheit. Zurück zu Cormac McCarthy, er sagt, die Hölle würde es nicht geben, wenn das Paradies nicht wäre. Das heißt, die reine Schönheit geht Hand in Hand mit dem Schutz, der Armut, der Gewalt, dem Grauen. Wem man trennt das eine vom anderen, das ist der Fehler, der gescheiterte, tragische Versuch von Jekyll und Hyde. Stevenson versucht, etwas zu schaffen, was das Gute und das Böse trennt, und schafft ein Monster. Gut.
um den Followers eine Botschaft zu senden. Sagen Sie uns, welche Bücher wären jetzt geeignet für junge Menschen sein? Klassiker oder, also ich erwarte jetzt kein langes Verzeichnis. Also ich werde ein Klassiker und ein modernes Buch erwähnen. Also für Italiener, die Brautleute, I promesse sposi, wenn man sie noch nicht gelesen hat. Für die Amerikaner, Der alte Mann und das Meer, Madame Bovary, ein erhabenes Buch. Und ich möchte das Werk eines Schriftstellers erwähnen, der allzu oft vergessen wird und doch großartig ist. Isaac Singer, also die Erzählungen von Isaac Bajewis Singer. Unter dem modernen Cormac McCarthy, ein Buch wie Die Abendröte im Westen, Ein Kind Gottes, Die Straße, das sind wirklich Bücher, die man leben muss. Oder Grenzgänger, vielleicht sein Meisterwerk. Da Sie ein Experte sind, können Sie uns sagen, ob Männer und Frauen unterschiedlich schreiben? Es gibt Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die man sofort als solche erkennt. Also Schriftstellerinnen, die man als Frau erkennt sofort. Denken wir an Jane Austen. Das ist aber kein Nachteil, sondern eine schiere Eigenschaft. Da Jane Austen in erster Linie eine großartige Schriftstellerin ist und dann eine Frau, die schreibt. Es gibt also Schriftsteller, die einen ausgeprägten männlichen Stil haben, Cormac McCarthy und vielleicht Hemingway. Ich würde sagen, es geht um die Auswahl der Themen und um die Art und Weise, wie diese Themen der Sprache angepasst werden. Sagen Sie uns aber ganz schnell, welche Unterschiede es gibt, also kulturell und national gesehen, also die Unterschiede zwischen dem Italiener, dem Amerikaner und so weiter. Naja, als Schriftsteller, aber auch im Film. Ich kann Ihnen sagen, dass wir für zu lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders in den 30 Jahren, eine italienische Literatur, aber auch einen italienischen Film erlebt haben, der viel von sich erzählt hat. Wir haben also immer italienische Themen erzählt und das war in der Literatur so und in dem Film war. Und das hat Literatur und Film geschadet. Ich glaube, es gibt ja in letzter Zeit andere Zeichen. Denken wir an das Werk von Paolo Sorrentino. Er erzählt in La Grande Bellezza, also die große Schönheit von Rom, aber gleichzeitig schafft er es, die ganze Welt zu erreichen. Deswegen kriegt er auch den Oscar. Dann dreht er Ewige Jugend. Das ist ein Film, der genauso schön ist, aber mit Italien nichts zu tun hat. Also vielleicht die Regie, die Produktion, es sind vielleicht auch Italiener am Werk, aber die Schauspieler sind keine Italiener und die Geschichte hat mit Italien nichts zu tun. Können Sie uns auch über die biografischen Züge erzählen, also über die Biografie, wie sie mit der Literatur verwogen ist? Es gibt ja Schriftsteller, die sehr autobiografisch ist, also in Ihrem Falle oder im Allgemeinen. Also in welchem Maß ist die Handlung eines Buches mit, also autobiografisch? Es gibt eine fantastische Geschichte, geschrieben von Jorge Luis Borges. Und es ist die Geschichte eines Mannes, dem ein Kaiser die Aufgabe erteilt, die Karte des Universums zu zeigen. Und dieser arme Mann, ein bisschen erschrocken von dieser Aufgabe, fängt an zu zeichnen. Und er zeichnet die Galaxien, dann die Sterne, dann die Sonne, dann die Planeten, die Satelliten, dann die Erde, die Berge, die Flüsse, die Seen, die Meere, die Städte, die Männer, die Frauen, die Tiere, die Pflanzen, die Sträucher. Und dann ist er fertig. Als er merkt, dass er seine Arbeit beendet hat, macht er 2-3 Schritte zurück, schaut sich sein Werk an und entdeckt, dass er ein Selbstporträt gemalt hat. Wunderbar. Für unsere Followers, haben Sie eine besondere Botschaft? Man verfolgt uns aus der ganzen Welt. Und als Italiener, der in der Welt tätig ist, haben Sie eine gute Botschaft. Ich bin also Italiener, ich bin stolz daran, Italiener zu sein, aber ich lebe seit 23 Jahren im Ausland. Ich habe 2 Lebensweisheiten, also eine Lebensweisheit, die in 2 geteilt ist. Die erste stammt von Samuel Beckett, der sagte, try again, fail better. Also versuch es wieder, scheitere erneut, scheitere besser. Und die zweite stammt von einem großen, vielleicht dem größten Politiker unserer Zeit, Winston Churchill.
Ein Engländer, der sagte, never, never, never quit. Also nie, 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 gib niemals auf. Also die zwei Dinge gehören zusammen. Nur Beckett sagte, scheitere weiter, aber scheitere ein bisschen besser. Es wäre auch interessant zu wissen, ob und inwiefern die Tatsache, dass man in einer oder zwei Kulturen lebt, irgendwie die Persönlichkeit eines Menschen bereichert oder wie das ihre Persönlichkeit bereichert hat. Also man kann kulturell reich sein, auch wenn man nicht heiratet, wenn man nicht mit anderen Kulturen in Berührung kommt. Denn Reichtum haben wir in uns. Dies vorausgeschickt, der Kontakt, manchmal die Auseinandersetzung, der Vergleich mit anderen Realitäten kann jemanden nur bereichern. Sonst werden wir denken, dass das, was wir sehen, unseren Garten, der schönste der Welt ist. Gut, Sie haben uns fantastische, interessante Dinge gesehen. Ich möchte Sie jetzt fragen, was Sie für Projekte haben. Also morgen beginnen die Konversationen und ich hoffe, dass diese 11. Auflage genauso schön und interessant sein wird wie die vorausgegangenen. Was meinen Traum angeht, also ich habe das schon gesagt, mein Traum, das, was ich wirklich will, ist, dass diese Konversation nie ein Festival ist, das andere Ufer erreicht. Dann sind wir hier bei der zweiten Auflage vom Filmfestival in Rom und diese Auflage soll gut gelingen. Ich darf diese Veranstaltung 3 Jahre lang organisieren und hoffe, dass das Publikum in Rom glücklich sein wird. Jetzt möchte ich Sie fragen, dass Sie in Berührung gekommen sind mit so vielen von den Kulturen, Literatur, Filmgattung und so weiter. Was zählt für Sie wirklich im Leben? Ja, man sollte immer einen gewissen Abstand zu den Dingen des Lebens bewahren, als ob jede Errungenschaft augenblicklich verloren werden könnte. Aber gleichzeitig sollte man sich immer mit voller Energie einsetzen, wohl wissen, dass dann die Haie kommen und den Schwertfisch fressen. Aber weh, man hat ihn gefangen, diesen Schwertfisch. Ja, vielen herzlichen Dank und viel Erfolg. Ich danke Ihnen.